Eine Kongresseröffnung ist immer etwas Besonderes. Insofern stehe ich hier in der Halle und versuche, möglichst viele unserer Gäste persönlich zu begrüßen, denn jeder Einzelne ist wichtig. Komplexität, Kosten, Kooperation. Das ist das Motto des diesjährigen Deutschen Logistikkongresses und damit ein sehr herzliches Willkommen hier in Berlin. Tag 1 und viele Kongressteilnehmer wissen es schon, diese Kongresstaschen sind heiß begehrt. Viel Informationsmaterial darin, auch einige Gimmicks und ich hoffe, dass alle noch eine bekommen werden. Daneben gibt es in diesem Jahr wie auch in den letzten Jahren zuvor die Web-App für diesen Kongress. Und was auch nicht fehlen darf, ist natürlich die tägliche Ausgabe der DVZ-Zeitung. Und darin beschreibt der Vorstandsvorsitzende der BVL, Professor Dr. Raimund Klinkner, das Thema Komplexität treibt Kosten. Und wir wollen mal in die wichtigsten Zahlen dieses Jahres hineinhören. Im Jahr 2014 werden wir den im letzten Jahr vorhergesagten stabilen Sidestep vollziehen und am Jahresende wohl 235 Milliarden Euro Umsatz verkünden können, die von rund 2,9 Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erarbeitet werden. Und für das kommende Jahr wird nach Auskunft unseres Experten Christian Kille die Mitarbeiterzahl stabil bleiben. Beim Umsatz des Wirtschaftsbereichs Logistik wird weiteres Wachstum erneut dann maximal leicht über Inflationsniveau liegen können. Das hier, liebe Zuschauer, ist sozusagen die Konsequenz des gewachsenen E-Commerce-Marktes, ein Paketkasten. Jeder Mensch bekommt immer mehr Pakete nach Hause geliefert und kann sie im Zweifel wieder zurückliefern. Warum nicht also auch so einen Paketkasten zu Hause montieren? Und genau über das Phänomen des E-Commerce habe ich gesprochen mit dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Post DHL, Dr. Frank Appel. Also ich glaube, dass wir da alle guten Voraussetzungen für haben. Wir haben das in der Vergangenheit immer gezeigt, dass wir mit großem Wachstum als Industrie sehr gut umgehen können. Das erfordert natürlich je nach Land erhebliche Herausforderungen, wie zum Beispiel eine funktionierende Infrastruktur, Straße, Schiene, Luftinfrastruktur. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, vor der wir natürlich als Land stehen. Ich glaube, die Dienstleister als solche haben sehr wohl die Fähigkeiten, aber wir müssen natürlich, wenn man über Deutschland redet, auch sehr stark darüber reden, ist die Infrastruktur leistungsfähig genug, um das tatsächlich noch zu verarbeiten. Das hier, meine Damen und Herren, ist der Arbeitsplatz 2.0. So stelle ich mir das in meinem Büro vor. Andere arbeiten und ich liege hier und Sie sind nicht in einem UFO gelandet, sondern tatsächlich in diesen wunderbaren Sesseln der Firma Brainlight. Kommen Sie mal vorbei in den Raum Köpenick Nummer 2. Das lohnt sich allein schon wegen der gestressten Füße, mit denen Sie hier wahrscheinlich auch viel über den Kongress laufen, denn die werden schon ordentlich und schön geknetet. Kommunikation und Netzwerken ist natürlich das A und O bei so einem Kongress. Wird gerade beispielsweise hinter mir hier gemütlich an einer Bar gemacht. Da möchte man natürlich unter sich bleiben und hat nicht so gerne, wenn ein dritter Unbefugter da reinhört, was übrigens auch viele Hacker bei Unternehmen tun, die sich in die IT einhacken und somit Daten klauen. Ein großes Thema und viele Firmen müssen hier noch sensibilisiert werden. Es ist natürlich so, dass gerade in der Logistikbranche in den letzten 10 Jahren das Datenvolumen um ein Tausendfaches zugenommen hat. Deswegen ist der Mehrwert da, man kommt um Big Data nicht drum herum, aber man muss halt sehen, dass die Sicherheitsmechanismen, die man ergreift, dann ein hinreichendes Sicherheitsniveau gewährleisten. Wo kann ich mich informieren? Mal ganz platt gefragt. Das BSI bietet dazu umfangreiches Informationsmaterial auf der Webseite www.bsi.bund.de. Und dazu findet man noch auf der Seite der Allianz für Cybersicherheit umfangreiche Informationen. Das ist ein Verbund, wo sich über 800 Unternehmen mittlerweile dem BSI angeschlossen haben, um eben insbesondere auch eine Austausch- und Kooperationsplattform zu bilden. Wir dürfen hier ein bisschen Mäuschen spielen in der Active Lounge. Da geht es gerade um die Einheit Fit am Arbeitsplatz. Und ihr macht hier gerade so schöne Einheiten. Welche machen wir denn? Zum Beispiel einfache Übungen, dass man sich einfach nicht rund auf seinen Stuhl setzt, wie man gerne sitzt, ja, mit rundem Rücken, sondern an der Kante des Stuhles sitzt, ja, und wirklich das Steißbein nach hinten zieht, sich auf die Sitzbeinhöcker setzt, ja, das Brustbein hebt und die Schultern tief zieht. Man sieht, das ist aber schon viel Anspruch. Richtig. Da merkt man die Muskeln, dass man auch Muskeln im Rücken hat, die halten. Und alleine durch dieses gerade Sitzen wird die Wirbelsäule weniger belastet. Also, Sie sehen, es ist wichtig, dass der Körper dem Geist folgen kann. Mein Rücken ist gerade, die Zehen sind auch von dem Massagesessel noch entspannt. Und wir sehen uns morgen wieder zum zweiten Tag des 31. Deutschen Logistikkongresses hier in Berlin. Bis dann.